Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Bildet Challenge mein Leben. Die letzte für euch, die Montagsfolge, das heißt heute Abend ist Livestream. Also, wenn ihr die Zeit und die Lust habt, schaut doch gerne live vorbei bei uns. Wir sind alle vier live. Ich natürlich auch. Und da könnt ihr auch gerne mal live dabei sein. Es kommen immer mehr Leuten dem Aufrufen nach. Wir werden immer mehr am Montag im Livestream. Es macht halt auch Spaß, mit euch live zu agieren. Nicht nur über eure Kommentare. Und ja, schaut doch heute Abend gerne mal vorbei. Also gleich quasi, weil die Folge kommt ja 19 Uhr. Und meistens geht es so 20 Uhr, 20.30 Uhr mit dem Livestream los. Gut, natürlich ist Exeltin und Freezy auch mit dabei. Die dürfen nicht fehlen. Und wir machen jetzt hier gerade mal, ich überlege, wie weit wir das machen. Oder wir lassen es ihn nochmal versuchen, dem Helfer, den letzte Eckchen hier zu machen. Komm, versuch's nochmal. Versuch's nochmal. Vielleicht wird's ja was. Dann können wir nämlich mal die Stein-Action vorbereiten. Beziehungsweise ist das Dreschen fertig. Dann können wir auch die hier das Feld leer räumen. Und dann ist das direkt ready. Dann kann ich hier drüber säen mit Gras. Vorher natürlich düngen. Aber hier mache ich mir jetzt keine Action hier von wegen, das ist einfach nur Grasfläche. Dann da baue ich vielleicht nochmal irgendwann was hin. Vielleicht baue ich hier sogar das Silo drauf in der Baufolge. Mal gucken. Oh, ich habe gerade Kopfschmerzen. Hilfe. Ich bitte nicht auf das frische Feld. Krasses Feld, ey. Krasses Feld. So, was gab's? 9600 Liter Hafer. Naja, ist doch okay. Ist doch okay. Ist doch okay. Machen wir das da kurz rein. So. Sehr schön. Raus mit dir. Super. Und dann stellen wir die Anhänger irgendwo, wo sie nicht stören. Hier an den Rand oder so. Nicht so nah an den Rand. Und ich weiß, es fehlt eine Fahrzeughalle. Vielleicht kommt die auch da unten hin. Ihr seid absolut im Recht. Ich freue mich auch drauf, wenn wir... Ja, Schneegans, hallo. Ja, das LU, Krause. Hallo. Ich wollte nur sagen, ihr Feld ist schon mal fertig. Hab ich gesehen, sehr schön, danke. Jo. Jetzt geht's weiter mit Spritzen, ne? Ja, ich tausche mal kurz die Fahrzeuge aus und dann bin ich wieder da. Jo, super. Ja. Super, super, super. Jo. Ja, läuft doch. Ja, genau. Deswegen sind wir ja auch das LU. Na eben. Ich bin's nicht anders gewöhnt von euch. Gute Qualität. Ja, ja, ja. Bis auf den einen Ausfall von eurem Kollegen. Aber den habe ich ja fürstlich entlohnt bekommen, entschädigt bekommen. Ja, da war ich leider auf Lehrgang, das habe ich nicht mitbekommen. Fortbildung muss sein. So ist es. Ja. Nee, gut, dann weitermachen. Sehr gut. Jo. Bis dann. Ciao. Ciao. Bin ich mal gespannt, ob das mit den Steinen so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber eigentlich sollte das ja. Warum noch nicht, ne? Kann ich das eigentlich jetzt entfernen? Oh, das entfernt alles. Ey, das können wir nicht machen. Hätte ich nur das entfernen können, das wäre krass gewesen. Dann hätte ich das entfernt. So, dann tütteln wir uns jetzt mal ein zurecht. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ein bisschen Fummeli-Arbeit, aber macht nichts. So. Okay, der Helfer ist fertig. Ist das auch so? Das ist auch so, sehr schön.
Gut, dann tanken wir den nochmal auf und dann gehen wir aufs große Feld. Das müsste so, das ist gemulcht. Gedüngert macht jetzt keinen Sinn mehr. Kalken muss es nicht. Ja, das ist bereit zum Ansehen. Dann hauen wir den jetzt nochmal voll und dann kommt er aufs große Feld. Was sehen wir da an? Eben war Hirse, ne? Machen wir wieder Hirse? Ich weiß es nicht. Oder machen wir Hafer, dann haben wir richtig viel Stroh. So viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, wir machen hier so. Oder machen wir wirklich mal Raps. Weil da auch das... weil Öl bringt nichts. Nee, wir machen hier so. Wieder hier so. Wir machen wieder hier so. Komme ich da oben jetzt überhaupt noch durch, wo ich jetzt alles aufgebaut habe? Sache, ich habe ein Gespür dafür, wie ich am besten ein Fahrzeug in den Weg stelle. Leute, ich bin ja gerade am Aufräumen, also seht diese Steineaktion als Aufräumen, ja? Also ich habe schon angefangen quasi. Ich weiß, dass ihr das überhaupt nicht leiden könnt. Ich selbst übrigens auch nicht, wenn es unordentlich ist auf dem Hof. Wobei das hier nicht wirklich dafür spricht, wie es hier gerade aussieht, da gebe ich euch ja recht. Das ist Kalk. Dann ist das mein Dünger. Auch nicht das. Sondern das. Ja. Hä? Hallo, ich will einfach nur tanken. Schön. Ja. Leck. Diese kleinen Zweigchen Kohle Colli haben müssen, das versteht auch kein Mensch. Ach, das war der kleine Giftzwerg hier hinten, der Colli hat. Hier aber, Leute, nenn nicht wieder Öl, wie du fährst. Das war Leck. Das hat nichts mit mir zu tun. So. Sollte ich die Molde vielleicht erst wegfahren? Ja, sollte ich. Sollte ich. So.
Ja, aufklappen muss ich nicht. Das müsste doch eigentlich so gehen. Schneegans, hallo. Hallo, Herr Schneegans, hier ist der MC Flower. Hallo. Herr Schneegans, meine Frage. Ja. Haben Sie Förderbänder? Ja. Verleihen Sie Förderbänder? Gerade nicht, weil ich sie selber benutze. Also, wenn Sie sie nicht benutzen oder nicht brauchen, fragen wir mal so. Ja, dann können wir da sicher drüber reden. Okay, was wird denn das kosten? Kommt drauf an, für was denn? Also es würde dann sich bloß darum handeln, etwas zu laden. Also weil ich baue hier gerade ein paar Hölfchen und die müsste ich dann laden in meine Anhänger und habe mir so überlegt, das würde, denke ich mal, schneller gehen mit Förderbändern. Und wie lange wird das dauern? Wenn Sie mir sagen können, wie lange Rühmschnitzel über so ein Förderband laufen? Ja, es kommt darauf an, was Sie für eine Menge haben. Vielleicht ein Tag? Ja, 8000. 8000 am Tag? Ja. Okay. Habe ich so gemacht in Vergangenheit, da würde ich so beibehalten. Ja, okay. Da würde ich mich, wenn es soweit ist, nochmal bei Ihnen melden. Ja, okay, machen Sie das. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Angebot. Ja. Dann danke ich Ihnen, ne? Bis später. Bis dann, ciao. Ciao. Ich weiß gar nicht, wie viel reingeht in das Ding. Ich weiß ja auch nicht, wie viel reingeht an Stellen. Okay, was macht unser Helfer eigentlich? Oh, wer kommt denn da? Ach, die Spritze. Was macht denn unser Helfer hier? Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus, was er hier macht. Fährt schöne Linien. Sehr gut. Der Willi ist vom Server geflogen. Ey. Na, Laba, was geht? Ja, Schneegans, hallo. Hallo. Hey, ich war gerade zufällig in der Nähe und wollte nach dem Anhänger sehen. Ja, ich mache ihn gerade fertig zum Runterfahren. Ah, dann wollen wir gleich mitnehmen, oder? Nee, da würden Sie ja Sprit verbrauchen für meine Last hier. Das will ich Ihnen nicht zumuten. Ach so. Ja. Deswegen, ich wollte nicht eine Leerfahrt machen, weil logistisch macht das ja keinen Sinn, weißt du? Deswegen habe ich gedacht, komm, dann nimmst du gleich was mit runter. Wäschne und dann stellst du ihn unten hin. Ja. Dann habe ich nur den Rückweg als Leerfahrt. Wobei, glaube ich nicht, weil ich habe nämlich noch einen Antat auf Sie vor. Ich werde nämlich, glaube ich, noch was mitnehmen direkt, wenn ich schon bei Ihnen unten bin, weil ich kaufe ja so gerne bei Ihnen ein. Ah, das finde ich aber sehr nett. Ja, und zwar, wir könnten ja die Bestellung schon mal fertig machen. Ja. Und zwar wäre das ein Fass, aber irgendwie sehe ich es gerade nicht mehr. Ach doch. Wenn Sie bei Ihrem Katalog hier, Internetseite, unter Traktoren dieses Toni-Fass, Tonis heißt das. Traktoren? Tonis? Ja. Gehen Sie mal auf Traktoren in Ihrer Internetseite. Da ist ganz vorne, vor den Kompakt-Traktor-Kategorie, ist dieses Tonis. Dieses Fass hätte ich gerne. Dieses Fass? Genau. Okay. Und zwar also Reifen. Achso, warte mal. Was ist denn das? Kapazität? Ach, hey. Ja gut, Kapazität 85 Kubik. Also Reifen die normalen Trelleburg. Achso, Reifen. Ja. Achso, warte mal. Achso, ah ja. Ah, okay. Nee, da würde ich die
Die BKT, die sehen ganz schön aus eigentlich. Oder die Federstein. Nö, da würde ich die BKT nehmen. BKT. Ja. Dann Kapazität Standard 3. Mhm. Die Hauptfarbe John Deere grün. Ja. Die Designfarbe John Deere gelb. Ja. Und die Felgenfarbe würdest du lassen. Oder auch John Deere gelb. Nee, das sieht beides gut aus. Ja, oder? Warte mal. Schwierig. Nee, komm, machen wir auch John Deere gelb. Okay, Kennzeichen? Wieder Typ 2. Ja. Und dann M-E-I-L-O. Ja. Dann 0. Ja. Oh, ich muss okay. Mal noch richten. Und da würde ich das dann gleich. Oh, das hat aber gut funktioniert. Und da würde ich das dann gleich mitnehmen, wenn ich die Mulde vorbeibringe. Alles klar. Gut. Super. Bestellung ist ausgelöst. Okay, super. Danke. Wird dann bestimmt schon vor Ort stehen. Super. Sehr schön. Dann sehen wir uns unten. Machen wir so. Alles klärchen. Bis gleich dann. Ciao. Oh wow, my lord. Nein. Sonst. Hauptsache der Helfer sät, das ist die höchste Priorität. Der darf nicht stillstehen bei dem Riesenfeld. Das war das vor der... Und da steht er still. wo ich es gerade sag. Nein, ich will an den Traktor... Wunderbar. Das B-Neues macht Stress. Das olle B-Neues. Macht einen guten Schritt, ey. Guck mal, Mensch. Das geht gut voran. Jetzt haben hier natürlich keine Gefahren laufen. Ja, dann weitermachen. Vielleicht müssen wir die ein oder andere Schaufel dann noch selber reinschaufeln. Aber ich finde, das hat mit den Förderbindern jetzt ganz gut geklappt, muss ich sagen. Das war doch ganz gut. Dann machen wir Schafwolle doch erst in der nächsten... am Montag im Livestream. Also heute. Heute Abend. Machen wir dann die Schafpaletten. Ich dachte nicht, dass mich das jetzt so aufhält, beziehungsweise ist die Zeit wieder so unfassbar schnell vorbeigegangen. Das ist echt Katastrophe.
So, ist die Mulde wieder leer. So, kurz gucken, warum er hier jetzt nichts mehr macht. Warum machst du nichts? Der kann doch nicht schon voll sein, oder? Das wäre echt krass, wenn der nicht mehr leisten kann. Das wäre echt krass. Das wäre krass. Echt jetzt? Wo sehe ich das denn, ob das der gesamte, die Beladung? Ich habe, ach doch. Nee, ich habe 8,3 Tonnen geladen. Von, nee, ich habe 8,3 Tonnen geladen. Theoretisch. Sieht was aus? Das sieht was aus. Kann ich nicht mehr laden? Siebzehntausend Liter. 8,3 Tonnen. Total 3. Warte mal. Zuladung 27 Tonnen. 7,6 Tonnen. 8,3 Tonnen. Na gut, egal. Finden wir beim nächsten Mal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir sehen uns vielleicht heute Abend im Livestream oder spätestens morgen hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.